Am 3. Februar im Stadtsaal in Bludenz feierte der Verein Do It Yourself ihr 20-jähriges Bestehen. Der Verein Do It Yourself stellt eine verlässliche Anlaufstelle dar, wenn es um das Thema Drogen und Sucht geht, sowie um deren Auswirkungen auf die Einzelpersonen und Gesellschaft. Information und Unterstützung zum Thema Drogenkonsum werden diskret und unbürokratisch geboten. Einige bekannte Persönlichkeiten wie zum Beispiel Klaus Farin, Krimhild Bühl-Kampeller, Bernhard Ammann und Reinhard Haller referierten über Lösungsansätze und Visionen für die Gesellschaft. Ja, aber es ist ja schon legal, da müssen wir nicht noch andere Sachen. Das ist ja das, eigentlich ist es ein Herrschaftsdiskurs. Also was gestattet ist, ne, das ist nicht medizinisch nicht zu begründen und sachlich eigentlich überhaupt nicht. Reinhard Haller, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, Chefarzt der Stiftung Maria Ebene, Drogenbeauftragter der Vorarlberger Landesregierung, Lehrbeauftragter an der Universität Innsbruck, Kriminalpsychiater und Gerichtssachverständiger und Bestsellerautor, sprach über die Herausforderungen für die Suchthilfe und Drogenpolitik. Ein Stück weit Experte, weil ja jeder auch seine süchtigen Anteile hat, weil jeder auch in seinem Umfeld unzweifelhaft Menschen mit Suchtproblemen hat. Ja, also das Thema, um jetzt endlich zur Sache zu kommen, Drogen, Sucht, Herausforderung für die Suchthilfe und für die Drogenpolitik. Also ich glaube zunächst einmal etwas, was ich durchaus ambivalent sage, ich stelle es einfach fest, sine studio et ira, das ist, dass die Drogendiskussion heute politisch nicht mehr sehr präsent ist. Also wenn man zurückblickt in die 80er Jahre, vor allem in die erste Hälfte der 90er Jahre, dann hat man ja keine Talkshow anschauen können, wo es nicht um die Frage gegangen ist, soll man jetzt Drogen freigeben oder nicht, soll man strenger oder weniger streng sein, was soll man mit dem Platzspitz tun, mit dem Bahnhof Letten, soll man Heroinprojekte geben, soll man Cannabis legalisieren, und das war der eigentliche Drogenkrieg. Das Drogenproblem spielt in der öffentlichen Diskussion so gut wie keine Rolle mehr. Es ist nicht mehr so unter den Nägeln brennend. Politiker schauen, glaube ich, dass man dieses Gebiet schon irgendwie abdeckt, aber es ist nichts mehr, was die Menschen jetzt wirklich aufregt. Wir wissen alle, wie Drogen, die früher sonst irgendwo waren, jetzt halt plötzlich zu uns gekommen sind und unsere zu denen hin. Und um das jetzt noch auf die Spitze zu treiben, dass Drogen eines der wichtigsten Wirtschaftsgüter geworden sind, diese Schlagzeilen, die aber, glaube ich, wahr sind, dass man mit Kokain mehr Geld umsetzt als mit Erdöl. Das ist richtig, dass man für Drogen insgesamt mehr Geld ausgibt als für die Ernährung der Menschheit, ist wichtig. Und dass der Waffenhandel und der Krieg ganz eng mit dem Drogenhandel assoziiert sind, das ist ebenfalls, glaube ich, richtig. Die andere sehe ich darin, dass es offensichtlich immer mehr Bedarf an Suchtmitteln gibt. Es könnte sonst ja nicht anders sein. Also das Angebot ist hier, aber es muss ja auch jemand nehmen. Und die Frage, die man sich schon stellen muss, ist, warum ist das so, dass immer mehr Menschen Suchtmittel brauchen? Als Arzt würde ich einmal primär sagen, die Menschen sind psychisch irgendwie kranker oder indolenter oder was auch immer wir wollen. Sie haben mehr Depressionen, und Burnout hat in Österreich jeder Zweite bekanntermaßen. Und traumatisiert sind wir ja auch alle, aber das sage ich jetzt ein bisschen zynisch. Aber auf jeden Fall scheint der Bedarf nach Selbstheilung, nach Selbsttherapie, und das ist für mich einer der eindrucksvollsten, dass man Drogen eben nimmt, um sich von irgendwas zu heilen, der könnte unter Umständen sozusagen gerechtfertigt sein. Eine andere Möglichkeit wäre eben jene, dass die Welt tatsächlich sehr schlecht geworden ist und sozial ungerecht, dass die Süchtigen Opfer sind. Da habe ich gewisse Probleme, wenn man den Süchtigen immer nur als Opfer darstellt, der also nichts mehr tun kann und einem Schicksal ausgeliefert ist, obwohl es zum Teil auch stimmt. Das will ich ja gar nicht bestreiten, aber man sollte nicht in dieser Opferrolle verbleiben. Wir leben in einer Zeit des höchsten Vergnügens. Es hat nie so viele Möglichkeiten gegeben, lustig zu sein. Eine Party jagt das nächste Event. Und ich habe 100 Fernsehprogramme, glaube ich, zu Hause, wo ich hin und her chatten kann. Und Licht rund um die Uhr und alle diese Dinge. Also man hätte allen Grund, fröhlich zu sein. Aber die Depressionen nehmen zu, zweithäufigste Krankheit bis zum Jahr 2020 auf diesem Planeten. Also unsere Welt heute funktioniert nicht mehr, obwohl es Drogen gibt, sondern nur noch, weil es Drogen gibt. Und das ist natürlich trotz allem auch
denke ich mir, keine so erfreuliche Zukunftsaussicht. Also was wären Aufgaben und Herausforderungen für die Politik? Also ich glaube, Sie werden mir lebhaft zum Teil widersprechen, die wichtigste Aufgabe überhaupt wäre jene adäquate Reaktion. Also ich meine, die Politik müsste dafür sorgen, dass die Sucht ihren Stellenwert bekommt als eine der fünf wichtigsten Krankheiten, als solche auch geschätzt und finanziert wird. Wenn Sie hier das Beispiel nehmen, nochmal des Spiels, da hat es ja geheißen, wir geben das kleine Glücksspiel frei und 1%, stellen Sie sich vor, 1% kommt der Suchttherapie zugute. Die Politik müsste also die Therapiekosten sichern, sodass jeder, der sein Suchtproblem lösen will, dafür auch eine echte Chance hat. Aber mir schien folgender Gedanke, wenn ich es wieder etwas breiter sagen darf, schien mir von Wichtigkeit. Wir sollten in der Suchttherapie, sowohl in der Suchthilfe als auch in der Drogenpolitik vielleicht die drei großen M betrachten. Und zwar meine ich, wir müssen darauf hinzielen, dass wir sagen, wir müssen mit Drogenmündig umgehen. Mündigkeit heißt natürlich auch, dass ein sehr junger Mensch, ein unfertiger Mensch, diese wahrscheinlich noch nicht hat, um mit Suchtmitteln adäquat umzugehen, aber viel andere wohl. Also man muss die Verantwortung wegnehmen vom Staat hin zum Einzelnen. Das bezeichne ich als Mündigkeit. Der zweite Punkt, das zweite M, ich denke mir, es müsste zu einer stärkeren Medizinalisierung kommen. Da meine ich jetzt nicht, dass die Medizin an sich jetzt sich noch, und das meine ich auch, aber nicht nur, sondern halt überhaupt, dass der Therapiegedanke bei denen, wo die Sucht zu einem Problem geworden ist, stärker greift. Stärker Therapie statt Strafe, meine ich damit mit einem Wort. Und schließlich das dritte große M nach der Mündigkeit und nach der Medizinalisierung ist meines Erachtens die Mäßigkeit. Man muss mit Suchtmitteln so umgehen können, dass man den Genuss hat, dass man die Vorteile hat, dass man das auch nützt, dass sie einem an Heilung bringen. Es sind ja praktisch alle Suchtmittel. Aber ich glaube, Sie wissen, was ich damit meine, dass man auch selbstbestimmend sagen kann, so und so viel habe ich und nicht der Kontrollverlust und nicht die Sucht an sich wird zum Herr in meinem Haus, sondern ich selbst. Also schließlich meine Ausführung mit einem Wort von Martin Heidegger, er war einer der zwei großen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Verzicht nimmt nicht nur, sondern Verzicht gibt auch. Vielen Dank. Neben mir jetzt Primar Reinhard Haller. Was charakterisiert eigentlich genau eine Sucht? Das ist eine schwierige Frage, aber man kann vielleicht Folgendes sagen. Wenn ich von etwas immer mehr brauche und nicht aufhören kann, wenn ich nicht mehr Herr in meinem Hause bin, wenn die Droge über mich bestimmt und nicht über sie, dann glaube ich, ist man süchtig. Natürlich gibt es auch einige medizinische Kennzeichen, dass man die Dosis steigern muss, dass man die Droge immer häufiger braucht, dass man Entzugserscheinungen bekommt, wenn man sie nicht mehr nimmt. Aber das Zentrale ist, dass irgendetwas in meinem Leben wichtiger als alles andere wird. Zuletzt noch ein Statement zum Do-It-Yourself-Verein. Ich bin dem Do-It-Yourself seit vielen Jahren dankbar. Man muss sich vorstellen, damals in den 90er Jahren hat es in Vorarlberg ein riesen Drogenproblem, aber noch überhaupt keine Hilfe gegeben, keine ausgebildeten Fachleute, niemand, der sich darum gekümmert hat. Und da hat das Do-It-Yourself gesagt, wir machen jetzt selbst etwas, wir nehmen die Dinge selbst in die Hand. Wir wollen als Betroffene einen ganz wesentlichen Beitrag für andere Betroffene leisten. Und so ist das Do-It-Yourself entstanden mit einer äußerst schwierigen auch Patientengruppe, wenn ich so sagen darf, und mit einer Gruppe von Menschen, die Hilfe besonders brauchen. Und die haben also wirklich nicht nur Pionierarbeit geleistet, sondern ganz hervorragende Arbeit. Und ich hoffe, das geht noch 20 Jahre so weiter. Vielen Dank. Du kämpfst ja schon jahrelang für die Legalisierung von Marihuana. Erklär den Wallgau TV Zusehern mal, warum sollte deiner Meinung nach Marihuana legalisiert werden? Na gut, man muss halt sagen, dass in Vorarlberg mehr oder weniger 20% der Gesamtbevölkerung betroffen sind, die entweder temporär oder permanent Marihuana konsumieren. Diese Gruppe und diese jetzt eine eigene Lebenskultur, die wird seit Beginn der 60er Jahre permanent ausgegrenzt. Dies ging einher damals mit der ganzen Rockbewegung, Rockmusik, mit den auch
Jazz etc. Man versuchte, diese aufmüpfigen Menschen, die sie ja damals waren, zu disziplinieren und hat es dann mit der Drogengesetzgebung doch relativ gut geschafft, leider. Derzeit ist es so, dass das Teil der Lebenskultur ist vieler Menschen, dass die Gefährlichkeit ja marginal ist gegenüber jenen von Alkohol, aber auch Medikamenten, dass ich von der Mündigkeit der Menschen ausgehe, dass jeder für sich selber entscheiden muss, was gut ist und was nicht gut ist. Worauf ist man jetzt besonders stolz nach 20 Jahren Do-It-Yourself? Ja, dass wir uns das erhalten haben, wir sind als Selbsthilfeverein entstanden, dass wir auch diesen Selbsthilfeanteil immer noch sehr stark zu tragen kommen lassen in der Arbeit, im Verein, auch in der Beratungsstelle, dass die betroffenen Menschen, unsere Vereinsmitglieder, auch eine bunte Mischung, die es ja ist, auch sich selbst einbringen können und das unterstützt wird, dass die Leute eben nach dem Motto Do It Yourself auch selber sich auf den Weg machen. Wir haben jetzt viel gehört und vielleicht tut es auch gut, dieses Gehörte und Gedachte wieder einmal gegenseitig auszutauschen, was denn andere darüber denken. Hochinteressante Veranstaltung, bei der man sich einen guten Überblick über die Suchtproblematiken in unserer Gesellschaft verschaffen konnte.